Hallo zusammen. Unglaublich, aber ist echt schon wieder so ein Jahr rum. Wir haben wieder Sommer, ein Jahr später, und wir fahren wieder in den Schwarzwald. Hey! Freuen uns schon, nur das Einzige, was jetzt die Freude so ein bisschen trübt, sind die Wetteraussichten. Heute ist nochmal schön, soll auch warm werden und dann später Gewitter. Morgen Dauerregen kalt, Montag, Dienstag, Mittwoch Dauerregen kalt. Ja, ab Donnerstag wieder ein bisschen besser und gucken wir mal, was wir da machen. Ne? Also wir haben schon mal irgendwann etliche Museen durchgehabt und... Ich sag mir immer, wir hatten jetzt 15 Jahre Glück. Eigentlich hatten wir immer ganz gutes Wetter. Und ja, dann gibt es halt dieses Jahr den Krippenklo. Wir muss dazu sagen, wir fahren gerade bei 30 Grad und extremer Schwüle hier los. Und im südlichen Baden-Württemberg sollen es sogar bis 36 Grad werden. Dann aber eine ganz schlimme Unwetterfront heute Nacht. Wenn die über uns zieht, werde ich das noch filmen. Erste Pause, wuhu. Wir sind 30 Kilometer von zu Hause entfernt und haben uns wahrscheinlich ein Stechtier reingeholt ins Auto. Michel hat nämlich einen Stich. Der hat sowieso einen Stich, ne? Ist klar, wer wird wieder gestochen? Ich. Hm? Jetzt haben wir mal geguckt, das könnte eine Bremse sein. Und die haben wir jetzt eliminiert und dann kann es weitergehen. Aber wir haben auch ganz viele eigentlich, auch zu Hause. Ich habe meine Beine total zerstochen. Sieht man natürlich jetzt hier, ne? Doch, da auf dem Fuß. Oh, ich halte mir selber Schatten. Naja, okay, wir fahren jetzt mal weiter. Ja, und wir sind wieder ein paar Meter weiter. Gebirgswechsel sozusagen von der Eifel in den Hunsrück. Jo, fahren jetzt noch knapp 200 Kilometer A61, dann irgendwann am Hockenheimring vorbei und dann auf die A5 Richtung Basel und Freiburg-Nord geht es dann ab. Aber vorher sind wir noch auf Urple Rain und machen eine Pause. Wie gesagt, Urple Rain. Da machen wir unsere traditionelle Pause, guckt einfach in die Vlogs der vergangenen Jahre und dann unser Lieblingsparkplatz. Genau. Okay, wir melden uns. Und guckt auf jeden Fall diesen Vlog weiter. Da würden wir uns sehr freuen. Bis gleich. Bis gleich. Meine Damen und Herren. Urple Rain. Yeah. Der Rastplatz zu Ehren von... Von Prince. Ja, wahrscheinlich gibt es Urple Rain schon sehr, sehr lange. Aber die haben schon immer Prince geehrt. Oh, Hauptsache, jedes Jahr so die gleichen Videos, ne? Die gleichen Bilder wieder auf Urple Rain. Irgendwann können die unseren körperlichen Zerfall sehen. Dieses Jahr ohne Schwiegermutter. Ja. Die letzten zwei Jahre mit Schwiegermutter. Und ohne Jahr meine ohne. Schwester, ja. Aber da wir ja schon 15 Mal da waren, sind wir das gewohnt, alleine zu fahren. Man hat uns einfach alleine gelassen. Na, wir sind zu dritt hier. Amy, Michel und ich. Krieg mal so. Auch so hin. Oh. Na, möchtest du nochmal sagen, wo wir sind? Wir sind jetzt auf Urple Rain. Urple Rain. Amy freut sich auch. Ja. Jetzt machen wir Pause. Maschinen aus. Pause. Happy. Brötchen. Der Stock kennt nicht mehr. Sieht total, ne? Als ob sie wüsste, wo wir jetzt hingehen. So, wir sitzen. Wir haben gerade festgestellt, wir haben Sonnencreme vergessen, außer fürs Gesicht. Aber das Wetter soll ja auch eher mäßig bis saumäßig werden. Nächste Woche, deswegen braucht man wahrscheinlich sowieso keine. Und wenn? Da können wir auch noch die 3, 4, 5 Euro opfern und eine neue kaufen. Ich gebe jetzt Brötchen. Mit Liebe geschmiert von mir. Da gibt es kein Puddingteilchen auf der Pudding. Schade. Keine dicke Scheibe. Richtig. Mit Liebe gekauft von Schwiegermutter. Na, ist Jod. Nein. Bei mir ist Käse drauf. Okay. Hier ist Käse drauf. Hier war auch noch ein Laugenbrezel drin. Den haben wir aber schon vor und während der Fahrt genossen. Oh Gott, guck mal.
Es ist warm, ne? Warm ist kalt, kein Ausdruck. Die haben ein bisschen Wärme abgekriegt. Die sind schon geschmolzen. Also ein Brötchen mit geschmolzenem Käse. Hm. Ja, ein Burger. Das ist ein Nussbrötchen. Da ist sie, die Grenze zu Baden-Württemberg. Wir werden sie gleich überschreiten. Überfahren. Da ist der Rhein, wenn wir jetzt nach rechts sein. Hey! Fahr du Auto, ich filme. Ich wollte die Brücke aber zeigen. Aber wir werden ja nun mal den Rhein. Ja, aber ich wollte die Brücke trotzdem zeigen. Da steht das Schild schon, willkommen in Baden-Württemberg. Und hinter uns war übrigens der Rhein, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben sollen. Allerdings haben wir jetzt noch 200 Kilometer, müssen wir jetzt noch durch Baden-Württemberg fahren. Und dann sind wir im südlichen Schwarzwald und dann sind wir da, wo wir hin wollen. In den Kohlenbacher Hof. Nach Waldkühl. Jo! Muss ich jetzt sagen, habe ich letztes Jahr auch gesagt. Vor uns seht ihr, wir sind kurz vor Waldkirch im Hochschwarzwald, im Südschwarzwald. Vor uns seht ihr den Hausberg, habe ich letztes Jahr auch gesagt. Dieses Jahr mache ich es richtig. Des 1243 Meter hohen Kante. Richtig. Letztes Jahr habe ich ihn 1 Meter zu hoch gemacht. Ja. Er wirkt durch die Kamera, glaube ich, gar nicht so wuchtig, wie er von hier wirklich aussieht. Er schraubt sich im Prinzip. Wir sind jetzt so auf 250 Metern. Der geht ungefähr 1000 Meter jetzt über uns. Er schraubt sich aus dem Rheintal empor. Genau. Auf der linken Seite sehen wir also jetzt die Bläsikapelle. Ich mach schön langsam. Kommt auch darüber, das noch so ein Hof gegenüber. Und auf der rechten Seite sehen wir das Bläsistüble. Da kann man gut essen. Die haben auch Zimmer. Relativ günstig, gute Küche. Und wie gesagt, auf der anderen Seite haben wir die Kapelle dazu. Und jetzt ein paar hundert Meter weiter geht es dann links rein ins Kohlenbachtal. Hier ist übrigens links hier am Hang. Die vermieten auch Ferienwohnungen. Ja. Wir biegen aber jetzt links ab ins Kohlenbachtal und kommen dann in unserem Stammhotel raus. Für uns eines, das heißt eines ist für uns das beste Hotel, weil wir jedes Jahr dorthin fahren. Wir haben jetzt eben eingecheckt, unsere Koffer sind schon mal oben. Und jetzt haben wir noch ganz viel Kleinzeug im Auto, Hundekörbchen, was zu trinken. Halt Kleinzeug, ne, wie man dann immer hat. Ja, wir sind tatsächlich da. Ey, die ist total K.O. Die hat sich jetzt noch nicht mal beschwert, dass wir zu lange drin sind. Die hat jetzt noch nicht mal Angst, dass wir ohne sie fahren. Hab den müde. Ventilator hingestellt, auf Bett gerichtet und sitzt sie da und lässt sich. Ist müde. Lässt sich nur Ventilator. Wie heißt denn das? Plastik? Ich weiß es nicht. Gekühlt. Gekühlt? Eben haben wir ein paar Dinge getroffen, als wir hingekommen sind. Ja, es hat leicht geregnet. Ja, aber es ist unfassbar schwül, über 30 Grad. Gucken wir mal, was passiert. Ja. Naja, Emschen liegt jetzt da vom Ventilator. Das tut ihr gut. Wahrscheinlich denken wir jetzt so, ah, gucken wir mal, und dann ist das Auto voll bis oben hin. Jo. Ne? Das ist gepackt wie ein Packesel. Jetzt kannst du mir die andere Flasche noch geben. Michel braucht ja eine Hand zum Filmen. Ja. Damit ihr das alle mitverfolgen könnt. Genau. Und ich habe mir eine dicke. Oh, der Tisch stand immer hier. Der stand immer hier, wo die Blumen stehen, da konnte man sich immer eintragen. Der steht auch da. Ist aber auch okay, ne? Die Luftfeuchtigkeit ist so. Das ist so schwül. Krass.
Krass. Ich bin überall am Ölen. Ja, es ist schwül ohne Ende. Kärtchen. Okay. Mal gucken, was schneller geht wie letztes Jahr. Yeah. Hübsch, wir sind wieder da. Ja. Wir sind jetzt beim Essen, sind gerade eben runtergekommen, haben uns noch ein bisschen frisch gemacht. Amy liegt auf dem Bett und wir haben jetzt ein Menü für heute. Blenden wir aber gleich auch noch mal ein. Ne? Da schämt sich schon wieder einer. Yum, yum. Mhm. Also Sorbet mit Sekt kann schon mal Michel nicht essen, wegen der Galle. Ja, wir gucken mal. Ist warm. Ja, ist auch warm. Hat aber jetzt angefangen zu regnen. Ja, kann sein, dass immer noch 30 Grad sind, aber eine wahnsinnig hohe Luftfeuchte. Selbstgemachte Kräuterbutter. Aber nur ein bisschen. Lecker. Ja, jetzt hab ich. Blättlersuppe haben wir schon hinter uns. Jetzt gibt's einen lecker Salat. Yam, yam. Salz und Pfeffer noch drauf. Was für ein anderes? Was für ein anderes? Brot. Fit. Fit. See you.